Hallo zusammen. Das heutige Rätsel heißt Großfamilie. Es geht wie folgt. Am Mittagstisch sitzen ein Großvater, eine Großmutter, zwei Väter, zwei Mütter, vier Kinder, zwei Enkel, ein Bruder, eine Schwester, zwei Söhne, zwei Töchter, ein Schwiegervater, eine Schwiegermutter und eine Schwiegertochter. Wie viele Teller werden mindestens benötigt? In einigen Sekunden gibt es die Lösung dazu. Viel Spaß damit! Kommen wir zur Lösung. Diese Person brauchen wir. Die Lösung ist folgendes. Wir haben ein Ehepaar, die haben einen Sohn, der hat geheiratet und die beiden zusammen haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Der Großvater ist hier, die Großmutter ist hier, zwei Väter sind die beiden, zwei Mütter sind die beiden, vier Kinder sind die, eigentlich jeder, der jeder ein Kind von seinen Eltern ist. Zwei Enkel sind die beiden, sind die Enkelkinder von den zweien. Ein Bruder und eine Schwester sind die beiden zueinander. Zwei Söhne sind die beiden hier. Zwei Töchter sind die beiden hier. Sie ist ja auch Tochter von ihren Eltern. Ein Schwiegervater, er ist der Schwiegervater von ihr. Die Schwiegermutter von ihr. Und die Schwiegertochter ist sie ist die Schwiegertochter dieser beiden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Rätsel lösen konntet und wie ihr vorgegangen seid. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Rätsel. Bis bald! Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!